Guten Morgen! Wir beginnen heute ohne Gesellschaftskritik. Also folgendes, weil wir haben jetzt jeden Montag für euch ein Liegestützprogramm. Wir wollen uns ja in den einzelnen Disziplinen verbessern und montags ist unser Liegestütztag. Und heute legt ihr mit Folgendem los. Die Damen, wie gesagt, immer auf den Knien, ja, und die Jungs im Grunde genommen normale oder wie auch immer. Und grundsätzlich gilt, macht so viele wie ihr könnt, lasst da hinten immer so ein, zwei Luft, dann macht ihr ein Minütchen Pause und zieht das ruhig mal so 5 bis 15 Durchgänge. Wer super drauf ist, kann auch 30 Durchgänge machen, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Ich sage mal, wenig ist besser als nichts. Ja? Also selbst wenn ihr 5 mal 5 schafft, ist das okay und dann steigert ihr euch Stück für Stück ein. Also, ihr macht im Grunde heute zuerst mit zwei Flaschen, die ihr euch organisiert. Ist egal, ihr könnt auch Bücher nehmen, sonst was. Ich habe jetzt zwei Wasserflaschen genommen, die haben 1,5 Kilo. Dann macht ihr quasi den Liegestütz, greift nach vorne, nehmt die Flaschen, führt die nach hinten. Geht wieder in den Liegestütz, wieder hoch, runter, Flaschen nehmen und nach vorne. Wieder in den Liegestütz, hoch, runter, Flaschen. Bei den Mädels sieht das so aus, die gehen über die Knie und dann runter, Flaschen und nach hinten. Und wer möchte, ihr seht es schon, kann das ein bisschen intensivieren, indem man dann hinten die Beine anhebt, wenn er unten liegt, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Last auf den Rücken. Über den Liegestütz, Entschuldigung für die Mädels, wieder runter, Beine anheben, Flaschen nach vorne. Wie gesagt, guckt mal, wie weit er kommt. Ihr könnt das im Grunde auch timen, indem ihr sagt, okay, ich mache das eine Minute lang, so zügig, so gut wie möglich und mache dann eine Minute Pause. Ja, oder halt so viel wie möglich, die zwei Optionen stehen. Okay, haut rein, viel Spaß, bis gleich.